Hallöchen, Freunde der Sonne. Peter Pistoli hier mit einer neuen Folge zu All the Mods 6 in the skies, to the skies and above and beyond. Hey, es ist ein Weilchen her. Nicht allzu lange, aber doch ein bisschen. Ich habe meine Dienstags, Samstags kommt eine Folge Routine ein wenig verlassen. Das tut mir auch leid. Es ist viel zu tun in Real Life. Dafür habe ich gestern Abend ein bisschen live gestreamt. Ich habe nicht viel gemacht, nur ein bisschen gegrindet. Ein paar Nether Stars zum Beispiel. Und wer noch nicht weiß, dass ich auch auf Twitch ab und zu mal zumindest streame, der kann ja mal hier in diese Einblendung beachten. Achtung. Und da ist sie wieder weg. So, und heute will ich da anknüpfen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Nämlich beim Drachen töten. Ja, aber so einfach ist das leider nicht mit den Drachen. Überhaupt nicht. Ich habe das nämlich schon ausprobiert. Und bin kläglich gescheitert. So kann man sagen. Deswegen werde ich jetzt mal alle meine Sachen hier droppen. Ihr wundert euch bestimmt, aber muss sein, weil ich will euch zeigen, was das Problem ist. Großes Problem sogar. Oh, meine Rüstung. Die muss auch aus. Ich werde nicht fliegen können dahin. Nein. Großes Problem, weil die Drachen sind echt ganz schön krass unterwegs. Und ja, das zeige ich euch gleich mal. Sekunde. So, ich müsste noch in Geistform sein. Da ist der Drache. Ich bin nämlich schon gestorben und wollte euch jetzt nur den Drachen zeigen. Habt ihr gesehen, wie er gerade den Piglin gefressen hat? Krass. Da ist er. Da ist er. Ich habe keine Chance gegen ihn. Ich frage mich, wann meine Geistform endet. Puh. Sie wird gleich enden, befürchte ich. Könnt ihr mal kurz gucken. Ah, 1 Minute 16. Okay. Dann gehe ich mal zu meinem... Gefährlich. Dann gehe ich mal hier zu meinem Grab. Wenn ich was einsammle, bin ich dann noch? Ja, ich habe noch eine Minute. Dann dödeln wir mal hier so ein bisschen rum. Mal gucken, was passiert, wenn ich einen Block breche. Nee. Hallo, na Drache? Hallo. Was passiert denn, wenn ich hier den Blaze angreife? Oh ja, da ist der Drache. Autsch, autsch, autsch. Oh Gott, er brennt. Ein Blaze hat ihn getroffen. Ja, lustig. Okay, dann greife ich jetzt mal den Drachen an. Ich habe ihn gehauen. Sieht man seine Lebenspunkte? Ja, seht ihr das? 15.000, hast du nicht gesehen, Lebenspunkte? Bumm. Ich bin sofort tot. Sofort. Und das ist aber auch ganz normal. Ich brauche diesen Schlüssel nicht mehr. Ich werde mal meine Sachen anziehen und euch erzählen, was der Plan ist, den ich so habe. Aber vorher gehe ich noch schlafen. Nachtpistole. Morgenpistole. So. Ja, das mit dem One-Shotten passiert tatsächlich auch mit einer ziemlich guten bzw. krassen Rüstung. Ich hatte sie noch nicht ganz upgegradet zu diesem hier, zu diesem Material. In der Zwischenzeit habe ich nämlich ein bisschen was gemacht. Ich habe gegrindet und meine Rüstung aufgewertet auf Unobtainium. Ja, richtig gesehen. Bis auf unser Flap-Flap-Teilchen hier natürlich, damit wir im Creative fliegen können. Aber auch da habe ich eine ordentliche Menge an Verzauberungen drauf getan. Warum habe ich das getan? Weil wir ja schließlich den Drachenkampf gemacht hatten und habe jetzt diese Pearlescent Endshelves hier draufgestellt. Und ich kann euch ja mal zeigen, was man dann alles so mit den Verzauberungen machen kann. Was haben wir denn so für Leggings? Hier diese Emerald Leggings zum Beispiel, die haben keine Verzauberung, aber die kann ich ja mal hier ins Töpfchen werfen. Und dann sieht man, Level 80 Verzauberung, Magic Protection 5, Fire Protection 6, hast du nicht gesehen? Ich kann sie ja mal machen. Dann gibt es nicht nur die, sondern auch noch einige andere Protection, die hier drauf sind und überhaupt irgendwelche Verzauberungen. Das habe ich mit den anderen Sachen natürlich auch gemacht und immer mal wieder gerne hier in den Disenchanter getan, auf Bücher die Sachen, die ich haben wollte und so weiter und habe mir dann die
Verzauberung hier draufgepackt, die ich haben wollte. Man kann gut sehen, Fire Protection 8, Blast Protection, hast du nicht gesehen. Ich habe es mit dieser Rüstung nicht nochmal probiert, den Drachen zu bekämpfen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, es könnte immer noch nicht reichen. Vor allem, weil ihr ja in dem Clip, den ich gerade aufgenommen habe, gesehen habt, wie viel Herzen der hat. Nämlich 15.000. Mit diesem Schwert hier machen wir 244. Summa summarum, 5-mal hauen für 1.000. 75 Mal hauen, bis der vielleicht tot ist. Das ist zu krass. Vor allem, weil der halt extrem viel Schaden macht. Also selbst mit unserer Rüstung und den vielen Herzen, die wir haben, haben wir keine Chance. Und wenn ich nicht Peter Pistole wäre, dann hätte ich nicht andere Videos geguckt und habe eine Mod entdeckt, mit der man ein ziemlich OPs Schwert machen kann. Und wer es gesehen hat, links oben in der Ecke steht Mahu 100 von 100. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Mahu, man weiß es nicht. Mit dieser Mod kann man dieses Schwert machen. Ich demonstriere. Dazu geben wir im JEI einfach mal @Mahu ein. So, ein bisschen was habe ich auch schon gemacht, damit ich auch schon mal weiß, worum es denn geht in dieser Mod. In dieser Mod geht es um... Mahu Tsukai heißt sie. Vielleicht eine japanische Mod, man weiß es nicht. Dieses Schwert hier. Morgan. Morgan kann man sich nicht craften. Nein, nein. Morgan muss man sich erzaubern. Und bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie, aber das sollte mal Schritt für Schritt gemacht werden. Dieser Teil der Folge soll eigentlich nur dazu dienen, um mal den Einstieg in die Mod zu zeigen. Und dazu muss man sich erstmal dieses Buch craften. Das habe ich schon getan. Ein bisschen Papier, ein bisschen Leder, roter Farbstoff, easy. Gleich zu empfehlen ist auch dieser Dolch. Den braucht man nämlich, um bestimmte Sachen in dieser Mod zu machen. Man muss sich nämlich auch selbst verletzen mit diesem Dolch, um Rituale zu machen. Und zusätzlich braucht man dann noch dieses hier, Spellcloth. Das ist also ja, so ein Zaubertuch, wo man dann sein Blut drauf schmiert in so konzentrische Kreise. Und ja, und dann bestimmte Rituale durchführt. Und wir können ja mal hier in dieses Buch gucken. Da wird alles beschrieben. Viel zu lesen auf jeden Fall. Catalysts sind, glaube ich, die Sachen, die wir mal gucken müssen. Nee, da kommen wir, glaube ich, später hin. Durability Exchange. Das wollte ich sehen. Genau, Durability Exchange. Das ist das erste Ritual, was ich gerne ausführen möchte, nämlich um mehr Mana zu kriegen, hier oben zu sehen. Und das kann man sich auf den Boden stellen. Achso, genau, dann wird das die Durability von einem Item genau in Mana umwandeln. Und da kann man auch eine Chest drunter machen, das ist ziemlich praktisch. Und das würde ich jetzt gerne mal machen. Ich nehme mir mal vielleicht einen Sand. Ja, Sandblock, um das da drunter dann machen zu können. So, dann Chest. Können wir uns schon mal aus dem Inventar holen. Wir haben ja ein paar übrig. So, und jetzt noch irgendwas mit Durability. Wie wäre es denn mit einer Diamond Pick? Und vor allen Dingen, das wäre ja ganz interessant zu wissen. Kann ich denn... Eternal Stellar, so hieß es. Genau, wir wollten nämlich einen Eternal Stellar schon mal craften. Ich glaube, ich hatte in einer Folge davon erzählt. Hier sieht man, wie er gecraftet wird. Expertified Orb und Stellarite Pieces, die man hier rauskriegt übrigens. Ach ja, siehste, habe ich gar nicht erzählt von den Updates. Ich habe das hier wieder angeschmissen. Deswegen kriegen wir auch unser Expertified Orb. Deswegen auch hier die Lime Laser Lenses, weil davon können wir sie konzentrierter kriegen sozusagen. Und von dem anderen Stellarite hatten wir zumindest schon zwei, glaube ich. Vielleicht haben wir sogar davon noch was. Nee, wir haben die verbraucht für die zwei Eternal Stellars. Und was ich gerne ausprobieren wollen würde, ich könnte nämlich diese Pickaxe jetzt indestructible machen. Genau, das machen wir schon mal. Und dann werden wir gleich unser Ritual da oben hinbauen. Da oben habe ich nämlich unser Botania-Zeug abgebaut, wie man hier unschwer erkennen kann. Und in eine von unseren kleinen Boxen aufgebaut. Hier sieht man es gut. Hab dabei eine Menge Mana verschwendet, weil ich den Mana-Pool abgebaut habe. Aber naja, so, dafür steht das jetzt hier drin. Da muss noch ein Schild hin, fällt mir dabei auf. Okay, das machen wir dann später.
Jetzt erstmal nochmal in das Buch gucken, denn dort gibt es diese Catalysts. Da das Hauptmenü, ja. Spells, bla bla bla. Performing Magic, Attuned Gems, Catalysts. Da ist er doch. Dachte ich. Mist. Ah, da ist es. Da sind sie. Genau. Da kann man die Rezepte für diese Sprüche sehen. Und das, was wir jetzt craften wollen, ist. Nee, Prediction. Nee, wir wollen Mana generieren. Und zwar mit dem Replace Durability. Hast du nicht gesehen? Schade, dass man hier nicht. Da! Damage Exchange? Nein. Durability Exchange. Genau. Weil das besagt, tun wir diese Pickaxe in eine Chest darunter, sozusagen unter diesem Ritual. Und das Ritual seht ihr gleich, wie man das macht, nämlich mit Powdered Diamonds und Powdered Emeralds. No Cloth. Oh, interessant. Dann wird dieses Ritual unser Mana wieder auffüllen. Und zwar mit der Durability von diesem Gegenstand. Und der ist ja jetzt indestructible, deswegen hoffe ich, dass es das einfach so wieder auffüllt. Mal gucken, ob das funktioniert. So, dann No Cloth ist ja gut zu wissen. Dann bauen wir doch hier mal diese ganzen Sachen auf. Vielleicht platziere ich den Sand einfach mal hier, gleich am Anfang. Oh, ein bisschen hoch. Naja, egal. Jetzt das Ritual und jetzt für alle, die Mod benutzen wollen, es empfiehlt sich, in die Optionen zu gehen. Controls. Mahu. Da. Da ist das Drawn. 2. Genau. Habe ich mir auf ein Keybind gemacht. Change Mystic Code habe ich mir auch auf einen Key gemacht. Warum auch immer. Man weiß nicht genau, warum. So, dann haue ich mich doch mal. Genau. Und dann drücke ich die 2. Nein. Mist. Muss ich da direkt davor stehen? Daneben? Man weiß es nicht. Dann nochmal wehtun. 2. Yes, da ist er. Sehr cool. Okay, dann können wir hier jetzt, glaube ich, den Sandblock wegmachen. Perfekt. So. Kiste aufstellen. Zack. Diamond Pickaxe rein. Auch perfekt. Und jetzt müssten wir nochmal nachgucken. Diamond, Emerald, Emerald. Genau. Diamond, Powder, Emerald und Emerald Powder. So. Powder. Powder eingeben. Wo ist es? Da. Powdered Diamond. So heißt es. Powdered Diamond. Easy zu machen. Cool. Mit dem Mortar und Pestel lohnt sich es auf jeden Fall. Den habe ich schon gecraftet. Kann ja mal hier ins Rezept gucken. Weil dann kriegt man immer 2 raus. Ja, das scheint eine lohnenswerte Geschichte zu sein. Einmal ein bisschen Diamonds zu investieren und dann aber doppelt so viel rauszukriegen, anstatt mit dem Hammer. Weil da kriegt man eben nur 1 raus. So, dann machen wir das einmal. So. Und Emerald dürfte das gleiche in grün sein. So, wir brauchen nur einen Diamond. Oh, ich sollte vielleicht vorher noch nächtigen. Nachtpistole. Morgenpistole. Und dann probieren wir das mal aus. Diamond. Emerald. Emerald. Yay, okay, das hat schon mal funktioniert. Noch keine große Aktion stattgefunden, weil wir müssen ja irgendwie das Mana noch ausgeben. Und jedes Mal, wenn wir Mana ausgeben, dann wird auch unsere maximale Zahl des Manas erhöht, so wie ich das richtig verstanden habe. Und hier gibt es diese Attuned Diamonds oder Attuned Emeralds. Das sind Gegenstände, mit denen wir Mana sammeln können. Also aus wir tragen das Mana ja sozusagen in uns. Und das können wir aber in diesen Dingern hier noch zusätzlich speichern. Und dazu machen wir mal so einen Ring. Und dann mache ich den Diamond. Perfekt. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe und rechtsklicke. Genau, dann gebe ich Mana aus. Habt ihr gesehen? Es geht auf 80. Kann jetzt mal ein bisschen was verbrauchen. So, und jetzt müsste das ja eigentlich wieder steigen. Mit dem Ritual hier. Tut's auch. 31 wieder hoch. Yay. Oder, ja, genau so. Und Durability verliert es nicht. Hihi, perfekt. Das geht jetzt nicht besonders schnell, muss ich sagen.
Müsste ich wahrscheinlich viel mehr von diesen Kisten aufstellen. Ja, ist jetzt nicht so prall. Ich gebe mal alles aus. Oh, und jetzt habt ihr auch vielleicht gesehen, oben in der Ecke ist jetzt nicht mehr 100 als Maximalzahl, sondern 101. Also habe ich doch tatsächlich an Mana gewonnen. Nicht schlecht. Okay, entweder wir stellen jetzt ganz, ganz viele Kisten auf mit den Teilen drin und generieren so wieder Mana zurück. Müsste ja deutlich schneller gehen. Das wäre eine Methode. Oder aber es gibt auch eine andere Methode, nämlich über ein anderes Ritual, bei dem wir die Mana sozusagen von Mobs klauen. Also mit einer Mob-Farm könnten wir das machen. Und das habe ich auch vor. Allerdings wird das wahrscheinlich was für die nächste Folge sein, weil mir die Zeit davon rennt, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass ich erstmal einsteigen konnte hier in diese Mod. Und ich werde noch ein bisschen nachrecherchieren müssen und gucken, wie das Ganze überhaupt so richtig funktioniert. Deswegen seid nicht traurig, wenn die Folge hier jetzt ein bisschen kürzer geworden ist als normalerweise. Wenn ihr Bock habt, mehr von dieser Mod zu erfahren, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich finde sie ein bisschen spannend. Wir haben ja noch nicht zu viel gesehen, aber ich glaube, man kann echt eine Menge mit der Mod machen. Vor allem dieses Schwert, weil das Schwert, das macht so richtig Brezelschaden. Jedenfalls sage ich Tschüss für heute. Danke, dass ihr da wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht da gelassen habt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!